Ihr Name steht wie kein zweiter für Familie. Zum ersten Mal gemeinsam in einer Talkshow. Bitte begrüßen Sie mit mir Angelo Kelly mit seinen beiden ältesten Kindern Helen und Gabriel. Herzlich willkommen. Ich glaube nicht. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer Premiere. Und die Premiere ist eigentümlich, weil natürlich Angelo schon so oft hier war, dass Sie sich fragen können, was ist denn das für eine Premiere? Aber mit den Kellys. Aber er war natürlich noch nie mit seinen beiden Kindern gemeinsam hier. Und das ist heute der Fall. Insofern eine Premiere. Angelo Kelly mit seinen Kindern Helen und Gabriel. Ja. Angelo, wir mussten jetzt genau gucken. Du warst das letzte Mal, glaube ich, hier 2016, scheint es mir. Nee, nicht das letzte Mal, aber du warst 2016 da, um das Reunited Kellys zu verkünden. Du warst danach noch ein paar Mal da. Innerhalb eines Jahres dreimal hier. Ja, immer wenn, also, immer deswegen, wenn jemand absagt, rufen wir dich an und sagen, ich warte die ganze Zeit nur am Telefon. Aber du warst das letzte Mal hier 2016 und zwar hast da verkündet, dass es ein Comeback der Kelly Family geben werden würde. Ja. Das kam dann, das wurde eine riesen ausverkaufte Tournee, ausverkaufte Hallen. Das wurde ein Nummer 1-Hit, was euer Album angeht. Ja. Und dann hast du dich aber aus diesem Projekt zurückgezogen und hast, um dich um deine eigene Familie zu kümmern. Wir reden immerhin von 5 Kindern. Ja. Ja. Also immer, wo die Kellys auftauchen, ist der Kinderreichtum immens. Und jetzt ist natürlich die Frage, hast du dich zurückgezogen, weil in Wahrheit dir es zu viel war, in 2 Familien aufzutauchen? Das ist ja auch nicht ohne. Also damals, ich sah einfach die Möglichkeit, dass wir das machen können. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich genug gelernt hatte, alleine das sozusagen, das Ding richtig ans Ziel zu bringen. Aber ich habe da auch sehr viel Energie, sehr viel Zeit, Kraft reingesteckt. Und ich dachte, es würde so 2 Jahre gehen vielleicht. Mhm. Aber daraus wurden fast 4. Und es war auch mehr, als ich erwartet hatte. Und ja, ich hatte ein Jahr vorher schon, bevor ich wirklich rausgegangen bin, habe ich schon das Gefühl gehabt, okay, ich mache nicht weiter. Aber die anderen haben überredet und wir haben noch ein Jahr rangehängt. Und Anfang des Jahres war es dann auch Schluss. Und ich glaube, es war noch rechtzeitig. Meine Kinder haben mich noch erkannt. Und, was wichtig ist. Genau, es war nicht zu spät, aber es war schon alle, die Familie auf die Probe stellen. Ganz klar. Helen, du bist das erste Mal in einer Talkshow. Vielen Dank, dass du die Zivilcourage zusammengenommen hast und sagst, ich komme jetzt mit. Das freut uns wirklich alle sehr. Sehr gerne. Gibt es etwas, wo du sagst, mir hat geholfen, dass mein Vater, der als Kind schon ein Star war, ja, hast du das Gefühl, dass dieses Wissen deines Vaters, wie es sein mag, wenn man als Kind schon in der Öffentlichkeit steht, hat es dir geholfen, als Tochter dieses wunderbaren Vaters, fühltest du dich dadurch besser verstanden in so einer Situation, jetzt wie jetzt? Das weiß ich gar nicht, also vielleicht schon, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Helen sieht sich gar nicht als Star oder prominent. Mhm. Weil wir leben doch sehr anders. Also wir sind zwar immer wieder mal in dieser Blase, in dieser Welt, Medienwelt, aber unser Leben und gerade das Leben der Kinder und meine Frau noch mehr ist sehr ländlich. Es ist in Irland. Eigentlich ist das immer so ein Trip irgendwo. Ne? Ja. Ja gut, aber Gabriel, ich glaube, das ehrt euch ja, dass ihr keine Stars sein wollt und auch nicht seid und Good Neighbors in Irland seid und so weiter, das glaube ich. Aber irgendwann als Kind macht man doch immer einen Vergleich. Ich weiß noch, als ich noch jung war und Kind war, man vergleicht sich mit den anderen Klassenkameraden und deren Eltern. Ja? Und ich nehme an, nicht alle Eltern deiner Klassenkameraden standen auf der Bühne und waren Stars und haben gesungen. Nein. Gab es irgendeinen? Weil er keine Klassenkameraden hat. Er wird Homeschooling. Aber er hat wahrscheinlich Spielkameraden. Vom Nachbarn hat er noch nicht mal die. Aber gab es einen Moment, wo du vielleicht gedacht hast, okay, bei mir ist es zwar sehr harmonisch zu Hause und sehr schön, es könnte nicht schöner sein, aber es ist ein bisschen anders als bei anderen. Gab es so einen Moment? Ja, tatsächlich. Also beim Kelly Family Comeback. Also als ich dann meinen Vater auf der Bühne gesehen habe in der Westfalenhalle, dann wusste ich auf einmal, oh, ich habe einen Vater, der doch relativ prominent ist und ein bisschen anders. Will oder nicht. Aber das war für mich bisher nie ein Problem gewesen und ist es immer noch nicht. Also, ja.
er ist halt so, wie er ist. Ne? Ja, und ein zauberhafter Mann. Wie das damals so war, was für dich eine neue Erfahrung war, das zeigen wir jetzt mal. Wir haben noch ein paar Bilder von früher und das lohnt sich, noch mal reinzugucken. Das perfekte Familienfoto enthält strahlende Gesichter, ein stimmiges Setting und sich liebende Menschen, die eindeutig zusammengehören. Dieser Mann hat schon so einige dieser Bilder geschossen, früher wie heute. Der jüngste von einem Dutzend Geschwister setzt sich früh in Szene. Er schafft es mit seinem namensgebenden und besungenen Angel und unglaublichem Live-Erfolg seiner Musikerfamilie auf Fotodrucke aller Art, Autogrammkarten, Poster, Cover. Millionen Fanalben sind mit Bildern der Kelly Family gefüllt. Jetzt steht seine eigene Familie im Blitzlicht. Mit Frau Kira und 5 Kindern schwebt das Musiker-Septett im irischen Zuhause buchstäblich auf Wolke 7 und liefert wunderschönes Fotofutter mit Memory-Effekt. Angelo Kelly und Familie. Familie, Gabriel, gab es da überhaupt eine Option, einen anderen Beruf auszuüben? Nein, wir wurden gezwungen. Nein, fast. Nein. Nein, also doch, also es gab natürlich immer eine andere Option. Ja. Es ist alles freiwillig. Wir heißen ja Angelo Kelly and Family, weil keiner von uns vertraglich gebunden ist oder gezwungen wird oder sonstiges, sondern jeder kann freiwillig für sich entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Ich bin der Einzige, der dann auf jeden Fall auf die Bühne muss. Ja. Aber sonst... Ja, kann jeder eigentlich das machen, was er möchte. Helen übt gerade zum Beispiel viel die Mode aus, weil sie möchte vermutlich später in der Zukunft etwas in dieser Hinsicht machen. Und ich bin gerade auch an einem eigenen Musikprojekt dran. Mhm. Bisher ist noch keine Kelly Family 3.0 geplant oder so. Ja. Aber ja, so macht jeder sein Ding. Also ich dachte auch am Anfang, dass er mehr in den Sport geht. Und er hat zum Beispiel die letzten 1-2 Jahren sich dann doch voll in die Musik rein geschützt. Und jetzt sein Album, was er jetzt produziert, ist ein Hip-Hop-Album, also ja. Deutsch-Hip-Hop. Aber es ist nicht so Gangster, nicht so Skr und ne, irgendwie, sondern ein bisschen mehr lyrisch. Naja, es Dankeschön. Ist ja auch eine harte Arbeit, die du da verrichtest. Also, dir ist es ganz wichtig, Angelo, dass du keinen Druck auf deine Kinder ausgeübt hast, was berufliche Entwicklung angeht. Du gehst in die Mode vielleicht. Hoffentlich. Ja, wir drücken die Daumen. Aber Angel, du hast, glaube ich, noch nie ein Konzert abgesagt. Stimmt das bis Corona? Mein ganzes Leben lang kein Konzert abgesagt. Ich habe immer auch total krank, egal, oder auch mal vor 2 Zuschauer oder was auch immer. Ich habe immer daran geglaubt, dass man nie Konzerte absagt, dass man immer sozusagen verlässlich ist. Und ja, und dass dieses Jahr komplett ohne Konzerte stattfindet. Und ich gehöre zu die Künstler, ich spiele nicht vor Autos oder irgendwie solche witzige irgendwie Sachen. Und insofern, Autokino meinst du? Ja, ja. Autokino und solche Sachen. Und deswegen, das ist echt traurig. Also das ist neu. Ihr habt das den Lockdown erlebt. Ihr lebt da sehr zurückgezogen mit eigener Wasserquelle mitten in Irland. Eines meiner Lieblingsländer, also Irland. Und also das ist, ich kann nur jedem empfehlen, fahren Sie nach Irland, wenn Sie mal Lust auf Natur haben. Oder auf Regen. Und wunderbare Menschen und wunderbare Pubs. Barbara, aufgepasst, während dieser Zeit gab es Zuwachs bei den Kellys. Also nämlich es gab Hühner. Ja. Ihr hattet Hühnerzuwachs. Ja. Wie das? Weil wir wollten immer mehr autark werden und haben damals auch schon so ein Grundstück ausgesucht, was wirklich weit weg ist und mit eigener Quelle und Wald und alles. Aber wir sehen ein paar Bilder. Wir haben die Zeit in der Lockdown genutzt, um halt auch 2 Gewächshäuser und dann haben wir auch, Gabriel hat ein Hühnerhaus gebaut und wir haben 7 Hühner, die auch uns mit Eier beschenken und ja, wir sind ein bisschen weiter. Ich habe einen Hahn. Bei euch würde dir da keiner krähen hören. Ich wohne ja in Charlottenburg. Da ist das, sag mal, da musst du schon eine schalldichte Kabine bauen, um den halten zu können auf Dauer. Bisher haben wir keinen Hahn. Nee, also ich schlafe dann doch gerne morgens. Ja, okay. Aber ist das nicht das Tollste, wenn man das Mega. Erste eigene Ei sozusagen in Händen hält? Auch so ein Gewächshaus. Ne? Innerhalb von ein paar Wochen schon. Bringst du da Salat auf den Tisch? Ja, ich sehe es hier. Mit neidvollem Blick gucke ich auf euren Salat. Und der sieht auch so aus, als könnte man den schneiden und der würde wieder nachwachsen. Du könntest Gabriel bitten, auch dir ein weiteres Hühnerhaus zu bauen. Ich glaube, er hat große Kompetenz, weil er hat, um dem Homeschooling zu entgehen,
hat er gesagt, ich muss das Hühnerhaus noch zu Ende bauen. Vater, genau. Wie war das? Das war jetzt meine, bevor Barbara das Gespräch an sich reißt. Wie war es, vom Vater oder von der Mutter unterrichtet zu werden? Homeschooling, ist das für euch auch mal nervend? Bitte sag auch mal was Kritisches zu deinen Eltern. Also es hilft. Ganz natürlich für uns, weil wir sind ja auch so aufgewachsen. Zwar haben wir schon für die ersten paar Jahre waren wir in der Schule, Gebe und ich. Aber es war sehr natürlich und ich könnte es mir auch nicht anders vorstellen mittlerweile. Und Gabe, wie war bei dir? Also ich hatte zwar auch Homeschooling, aber ich habe auch viel an dem Haus gearbeitet. Also ich meine, wir haben uns ja eine Ruine gekauft quasi. Und Papa war dann auch zwischendurch in Deutschland unterwegs, war auf Touren Glück, und so weiter und so fort. Und dann war ich der Mann im Haus. Ja, super. Und dann, Vater weg und das Haus. Ich bin aber zurück. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, genau, habe ich dann übernommen und dann ein bisschen weniger Homeschooling gemacht und dafür mehr gebaut, also mehr die Praxis übernommen. Aber genauso gut. Ist er streng, Helen? Der nee. Angelo? Nee, auf keinen Fall, nein. Nicht? Nee. Ist die Mama strenger? Nein, beide nicht. Es ist so toll. Ich meine, wenn man euch jetzt anguckt als Familie, wo ich sagen würde, das ist wirklich durch und durch gelungen und ihr sagt jetzt auch noch, ihr seid nicht streng, dann muss ja doch jeder das nochmal überdenken zu Hause irgendwie. Man immer denkt mit klaren Grenzen und Dingen und so kommt man weiter. Vielleicht muss man es auch irgendwie... Sag mal so, es gibt schon Grenzen und es gibt auch Sachen, die bei uns nicht erlaubt sind. Also die Kinder bekommen jetzt nicht Süßigkeiten jeden Tag, sondern eher sonntags dann. Ja. Und es wird auch nicht ständig im Film oder Fernsehen geguckt. Also wir sind schon... anders drauf vielleicht. Und da gibt es kein Handyempfang, wo ihr seid. Zum Beispiel. Das löst schon mal sehr viele Probleme, glaube ich, tatsächlich, oder? Na, man muss schon manchmal draußen auf den Hof gehen. Wenn die Wolken falsch stehen, dann mache ich meine Telco. Ganz wichtige Gespräche draußen in Pyjamas. Also aber es sieht keiner. Die wissen es nicht. Das ist doch gut. Ja. Hat er zumindest versucht einzuschreiten, als du, Gabriel, versucht hast, deine Haare abzuschneiden? Ja, tatsächlich. Also ich musste ihn ein Jahr überreden. Aber du warst 13, Gimmel. Ja, ich war 13, 14, keine Ahnung was. Ja. Aber dann irgendwann hatte ich gesagt, ach komm, das ist mir irgendwie zu nervig, zu viel Pflege, keine Ahnung was. Ich möchte sie abhaben und dann was... Meinte er, ja, nach der Weihnachtstour darfst du, und dann habe ich es direkt gemacht. Ja, finde ich auch okay, sonst denkt man sich, wer ist der Kurzhaarige da? Der gehört doch gar nicht zur Familie. Tja. Ich wollte nur gucken, dass er es wirklich machen will. Also weil manchmal, wenn man jung ist, hat man eine Schnapsidee und am nächsten Tag ist es vielleicht wieder anders. Aber er war hartnäckig und dann musste ich halt dann... Ja. Nicht nur, wenn man jung ist. Also manchmal hat man die auch erst später. Guck, ja, das stimmt. jetzt ist er ausgezogen, oder, Gabriel? Du bist, von einem Jahr, genau. Das heißt, du wohnst jetzt auch... Bist du in Irland geblieben oder bist du nach Deutschland gegangen? Nach Deutschland natürlich. Ja, genau. Okay, also das heißt, er ist jetzt richtig weit weg, der Junge, oder? Wobei, im Lockdown war er gerade bei uns. Und dann hatten wir ihm auch wieder mal 3 Monate richtig intensiv. Aber er war dann auch froh, wieder zu gehen. Ja. Aber es ist ja auch in Deutschland so, dass Teile der Familie eigentlich überall so um die Ecke sind, oder? Auf jeden Fall. Wie ist es dir schwer gefallen, so eine enge Familienbande zu verlassen? Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, wie man sieht, machen wir noch vieles gemeinsam und das sieht auch weiterhin gut aus. Ich meine, wir machen ja viel TV-Sachen gemeinsam, wir drehen Sachen für Vox oder was auch immer. So privat bin ich auch mal natürlich da oder die bei mir. Und dann auf den Tourneen, die jetzt gerade nicht stattfinden, aber nächstes Jahr hoffentlich, sieht man sich ja auch genauso intensiv und so weiter und so fort. Und deswegen, ist das die perfekte Mischung? Auf jeden Fall. Wenn du ausziehst, Helen, gehst du auch nach Deutschland? Nee, ich glaube nicht, nein. Nee, bleibst du in Irland? Nee, ich würde eventuell dann nach England ziehen, hoffentlich. Oder nach Paris, wenn du Mode machst. Ja, also aber... Sie will in London studieren und also deswegen, sie bereitet sich seit 2 Jahren darauf vor. Und ja, schon länger, glaube ich. Noch länger, ja, aber ja, so richtig fokussiert, ne? Genau, weil die haben die besten Schulen einfach. Ja. Toll. Als du damals deine Frau Kira, die du ja ganz, 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 ganz früh kennengelernt hast, als du es dann ernst wurde und es war klar, ihr werdet heiraten, deine Schwiegermutter, die, glaube ich, heute auch hier ist. Ja. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Waren Sie nicht schon mal dabei? Es kommt mir so vor, als seien Sie schon mal hier gewesen. Herzlich willkommen. Was hat sie gesagt damals, als ihre Tochter einen so berühmten Mann geheiratet hat? Naja, sie hat uns ja auch kennengelernt, als wir noch auf der Straße gespielt haben. Und insofern, die ganze Familie kannte uns schon 3-4 Jahre, bevor es dann richtig losging. Und die waren, glaube ich, am Anfang eher so ein bisschen... Die fanden das interessant, so dieses Vagabundenleben, diese Familie, die auf dem Boot lebt, in Bussen unterwegs und völlig so, ne, auf ein anderes Stern irgendwie, ne? Ja. Und dann haben die es halt miterlebt, wie es Erfolg so richtig durch die Decke ging. Aber ich habe Glück gehabt, dass Kira und ich, wir waren dann beste Freunde.
Und das blieb dann. Das heißt, durch diese ganze crazy Trip, die man dann hatte, war sie halt jemand, die mich vorher auch kannte. Und das heißt, sie war vor dem Erfolg da. Sie war auch da, als der Erfolg wegging. Sie hat mich aufgefangen. Und ja, insofern, das war, insofern der Erfolg oder dieser Star, das existierte gar nicht. Du wirkst auf mich so wie jemand, der durch alle Phasen seines Lebens eigentlich mit der nahezu gleichen Stabilität geht. Also was ich ja glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität von einer langen Karriere auch ist, dass man eben nie so ganz hoch und so ganz unten, sondern dass man irgendwo so in der Mitte bleibt. Ist das so oder wirkt das nur so? Also ich bin auf jeden Fall der gleiche im Fernsehen, den ich auch zu Hause ja, bin. Ja, das hilft schon mal. Also ich habe nie versucht, diesen Künstler zu sein, der sich nach draußen interessant macht und Backstage oder woanders halt ein Arschloch ist oder was auch immer. Ne? Und ich glaube, auf lange Sicht zahlt sich das aus. Und was ich auch bei euch finde, ist, dass ihr, also es ist ja immer eine ganz dünne Linie, wie viel zeige ich von meiner Familie? Und ihr zeigt ja eigentlich alles. Also die alle sind da und trotzdem weiß man eigentlich nicht so viel. Also du erzählst, aber man hat nicht das Gefühl, dass man so, dass du alles preisgibst. Und das finde ich ist ein sehr schmaler Grat. Es ist auf jeden Fall und es hat auch gedauert, sich das zu trauen. Und bei uns kommt halt kein Redakteur oder irgendwas rein. Das ist immer eine Eigenproduktion. Und das ist auch so, dass ich das Gefühl habe, wir haben immer was zu erzählen. Ob es Musik oder auch unsere Lebensart oder auch überhaupt Familie. Dass Familie was Tolles sein kann. Und solange es darum geht, dann ist es okay. Aber wenn es nur darum geht, sich privat zu zeigen oder Voyeurismus oder so, dann wird überhaupt nicht bedient. Dann musst du echt aufhören. Und was mir auch auffällt, ist, ihr seid nicht dogmatisch. Weil viele würden ja sagen, ja, wir machen das so und wir glauben, das ist das Beste und so. Und es ist, ihr macht es so und es hat aber nie das Gefühl, dass es immer so eine Message hat. Nee, auf gar keinen Fall. Also wir können ja nur versuchen, unser Leben irgendwie, ja, zu diesem Weg irgendwie zu gehen und zu optimieren. Und wenn die Leute, wenn das denen inspiriert, unsere Musik, unsere Art, und die wollen ein paar Sachen nachmachen, toll, hoffentlich ist es auch gut. Wenn nicht, dann waren wir nicht schuld. Und, wir können uns eigentlich nur um uns kümmern. Und, aber es ist schon schön, manche Werte zu vermitteln, die sonst im TV-Landschaft nicht passieren. Das ist das, richtig. Da bin ich jedes Mal schon ja, das happy. Ist richtig. Und das macht ihr auf ganz unnachahmliche Art und Weise. Und weil wir ja hier leider niemand singen lassen dürfen, aus hygienischen Gründen. Ich sag's Gott sei Dank, ich habe mein Playback nicht dabei. Also, das ist echt super. Dann sehen wir euch einfach mal, wie ihr aussieht, wenn ihr Musik macht. Country Roads mit Angelo Kelly and Family, bitte sehr. Ich möchte noch einmal, weil wir können sicher sein, ist der Nachwuchs steht schon bereit, weil William ist tatsächlich auch im Studio schon und übt für das, was da kommen wird. Und wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt daraus, der kleinste von Angelo. Bitte. Ach, schön ist das. Ein bisschen höher. So ist gut, ne? Hallo. Okay. Alleine gesungen. Super gemacht, William. Richtig, richtig mutig. Also, William Kelly wird auch vielleicht dabei sein. Wie auch immer, wir freuen uns, euch wieder auf der Bühne zu sehen. Und sonst kommst du einfach bitte auch im nächsten Jahr wieder dreimal. Ja. Angelo Kelly, heute zum ersten Mal mit Kindern. Gabriel und Helen, vielen Dank, dass ihr da seid.